darauf kommen, auf das, was sie gerade sagen. Teilweise, das ist wirklich. Wirklich so Momente, wo das Gehirn kurz Pause macht. Gibt's aber mehrere Momente, da ist nicht nur Kommentatoren im Fußball. Sind die Spezialisten, wenn es darum geht, das Gehirn kurz in den Urlaub zu schicken. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil hier ich den Weg entlang führen muss. Und ich glaube, ich führe ihn dann hier oben auf diesen Hügel, sondern hier so einen langsamen Hügel da hoch. Und das wird dann gut. Dann lege ich hier mal so. Das hier, das dann eigentlich mehr so nach unten geht. Und dann. Dann könnte ich eigentlich auch versuchen, den Weg hier grundsätzlich immer auf dieser Höhe zu halten. Das wäre, glaube ich, auch mal ein ganz witziger Versuch. So quasi einen kleinen Gratweg zu bauen. Dann mal so hier. Gleichen Höhe läuft, so ein kleiner Kiesweg. Es wird ja keine Straße, sondern einfach ein Weg halt, das immer so auf diese Höhe geht und dann halt sich durch die Berge schlängelt, weil anders man keinen Gradweg anlegen kann. Sag ich jetzt mal. Klingt sehr doof, ist aber so. So viel jetzt zum Thema, was ich hier baue. Damit habe ich jetzt den Inhalt der nächsten Stunde ganz gut zusammengefasst, denke ich mal. Zurück zum Thema, wo ich gerade war. Moment, in denen das Gehirn mal kurz Pause macht, beziehungsweise halt einfach Aussetzer hat. Im ganz normalen Alltag. Eigentlich jedes Mal, wenn es ums Thema Smalltalk geht, weil da gibt es ja irgendwie so Phrasen, wo du dann denkst, ja, die bringt man jedes Mal. Nehmen wir erstmal das Beispiel Smalltalk auf der Straße. Ist da, denke ich mal, ein ganz guter Einstieg ins Thema, denn Smalltalk auf der Straße, du triffst seit ungefähr, sagen wir mit 3 Jahren jemanden hier, so. Ja Mensch, du, ich habe dich ja ewig nicht gesehen, ne? Ich glaube, seit der Schule nicht mehr, bla bla bla. Ja, was machst denn so? Wie geht's dir? Was ging die letzten 10 Jahre? Und ja, bla bla bla, ist eigentlich ganz schön. Und ja, was machst du beruflich? Ja, dies und das, bla bla bla. Und sie? Ne, warte, Entschuldigung. Und du so? Ja, la la la. Und dieses Gespräch halt. So. Nun ist natürlich sowas nicht das Einzige, wo man im Jahr Smalltalk hat. Ich gehe da aber zum Beispiel ganz gerne so von den Smalltalk-Königen unserer Gesellschaft aus. Nämlich Friseuren. Ohne Witz, Friseure sind der König des Smalltalks. Weil erstens, sie wissen irgendwie immer alles. Ich komme ja vom Land, vom Dorf. Und ich gehe auch nach wie vor immer zum Friseur im Dorf. Was auch teilweise der Angelegenheit geschuldet ist, dass ich gefühlte 70.000 Wirbel auf meinem Kopf habe, die kein normaler Mensch zu schneiden in der Lage ist. Außer mein Friseur, bei dem ich immer bin. Die Frau kann das einfach. Die weiß, hat auch jetzt zugegeben, da war es schon über 10 Jahre Erfahrung, wie sie meinen Kopf schneiden muss, damit die Frisur auch aussieht wie eine Frisur und nicht wie ein Beet, das man von Unkraut befreit hat. Und ich weiß nicht, ob das auch in der Stadt so ist. Kann sein, dass es nicht so ist, weil es ja hier im Land doch irgendwie deutlich persönlicher zugeht als in so einer Großstadt wie zum Beispiel München. Und hier weiß der Friseur grundsätzlich immer alles, weil das gesamte Dorf dahin geht. In unserem Fall sind nur das halbe, weil wir haben 2 Friseure im Dorf. Aber das tut jetzt ja nichts zur Sache. Auf jeden Fall die Hälfte vom Dorf ist trotzdem immer bei ihr beim Haare schneiden. Und da kriegt man natürlich als Friseur so einiges mit. Und da wird dann natürlich immer so der neueste Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Und
weil man selber bringt ja auch wieder irgendwas mit, was man so erlebt hat. Das dann ist so eine Win-Win-Situation. Erstens, man kriegt mit, was so das ganze Dorf wieder mal für irgendwelchen Schwachsinn vorhat. Und andererseits kriegt dann der Friseur mit, wenn man selber wieder irgendwas macht. Und wenn das natürlich es... Ich bin schon wieder runtergefallen. Wenn es das dann natürlich eine Information ist, die es wert ist, weitererzählt zu werden, dann wird dir natürlich auch weitererzählt. Ist ja ganz klar. Und so bezieht quasi der Friseur von den Kunden selber die Klatschnachrichten und das Ganze, was es dann, was sie dann... Das gibt es doch nicht, meine Güte. Was sie dann halt weitergibt an die andere Kundschaft. Und so ernährt sich dann dieser Kreislauf immer. Und wenn dann, warum auch immer, diese Themen alle mal wieder aufgebraucht sind, was dann so bei mir halt, ja, bei mir nicht, aber halt, ja, was hat dann doch irgendwann, vor allem wenn man dann so eine etwas aufwendigere Frisur hat mit Dauerwelle, Färben und so weiter, wenn man dann so 3 Stunden beim Friseur ist, dann muss man irgendwas anderes machen, so, ja, wie geht's dir? Machst du immer noch das gleiche Beruf? Und dann ist es, vor allem wenn man das erste Mal beim Friseur ist, gibt es dann bestimmt in dem Moment so, wenn das Gehirn, dann sind wir jetzt endlich bei dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte, wo das Gehirn kurz Pause macht, sind wir bei dem Punkt, mit einem neuen Kunden will man natürlich erfahren, was macht der Typ, wer ist das überhaupt, worüber kann ich mit ihm reden, so, ja, wer bist du, was machst du so beruflich, und rein aus Reflex kommen dann irgendwann so, ja, ich für meinen Teil bin jetzt, Handwerker, ich, also Spenglerei, ich mach da bei den Dachrinnen das und bin aktuell so auf der an der Baustelle. Und sie? Boah, ich bin halt Friseur, ne? Und das sind so, und das passiert oft. Also mir zum Beispiel passiert, jetzt nicht beim Friseur, weil ich ja immer beim selben Friseur bin. Aber beim Einkaufen ist das ganz extrem bei mir. Ja, weißt du? Vor allem so, Wenn man so samstags oder bei verkaufsoffenen Sonntagen einkaufen geht, das ist immer ganz schlimm. Da bin ich wahrscheinlich der furchtbarste Kunde, weil die Damen an der Kassiererin wünschen einem ja dann immer so, ja, schönes Wochenende wünsche ich. Und wenn es dann so, oder halt einen schönen Sonntag, das ist mir letztens beim Obi so gegangen, dass verkaufsoffener Sonntag war und wir beim Obi waren. Und ja, ich gehe manchmal zum Obi. Auch wenn ich eigentlich einen Baumarkt sonst bevorzuge, der nicht der Obi ist. Und dann so am Sonntag um 3 Uhr nachmittags so, schönen Sonntag. Und ich so, danke gleichfalls. Und in dem Moment kommt dann so, oh warte, ist schön gesagt, ne? Aber die sitzt jetzt den ganzen Sonntag bis 8 Uhr abends in dieser dämlichen Kasse. Ist ja schön, dass man einen schönen Sonntag wünscht, aber... Ja. Das ist eigentlich dann schon eher so ein Schlag ins Gesicht dieser Dame, die da an der Kasse sitzt und kassiert. Weil die anderen gehen halt so am Sonntag so einkaufen und denken sich so, ja, Sonntag einkaufen ist einfach cool. Weil es gibt Rabatt und alles mögliche, weil es ja Sonntag ist. Ist ja was Besonderes. Und die arme Dame darf an diesem Sonntag einfach arbeiten und man wünscht ihnen auch noch einen schönen Sonntag. Von dem sie quasi von Haus aus nichts hat. Das ist doch einfach... Ja, also ich persönlich würde mich da schon... Ich denke mal, wenn ich dann so lange... Ja, danke! Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als den ganzen Tag in dieser Kasse zu sitzen. Naja. Aber ich denke, es ist sinnvoll, sich sowas zu verkneifen, dann auch am Arbeitsplatz. Das klingt dann auch ein bisschen sehr zynisch. Naja. Aber das sind so Momente, wo wir euch auch wirklich selber richtig, richtig dicke Aussätze habt teilweise. Und das ist nicht nur so in Kontakt mit Menschen, das geht einem in allem so. Ist ja auch schon das. Du gehst in den Keller, willst dir eigentlich was zu trinken hochholen, kommst unterwegs, wenn du da auf der Treppe stehst, merkst du, oh, du musst eigentlich noch auch zur Toilette. Gehst dann auf die Toilette und setzt dich dann wieder an den Computer und merkst 5 Minuten später, ach Moment, ich wollte eigentlich was zu trinken holen. Und sitzt dann durch dich vorm Computer. Das ist so der Klassiker und das ist natürlich jetzt nicht nur was so, sondern auch... Es
Das geht bei ganz vielen so, wenn man einfach mal im Keller ist und sagt, ja, nimm noch das und das mit, geht hoch. Hat dann was anderes, aber ich habe auch gesagt, dass wir das und das mitnehmen. Hat sich dabei. Das ist dann im Normalfall eher so der Fall von, ich habe nicht zugehört. Und dann gibt es noch was anderes. Du gehst in den Keller, weil du dir was zu trinken hochholen willst. Das heißt, kannst du mir bitte Semmeln mitnehmen? Semmeln ist jetzt so ein blödes Beispiel. Kannst du mir bitte aus dem Vorratskammer vielleicht 3, 4 Zwiebeln mitnehmen? Ich brauche die in der Küche, weil ich habe keine mehr. Bringst du runter, holst die Zwiebeln, bringst die Zwiebeln hoch, stehst oben, stehst dann so, während du die Zwiebeln ablegst, denkst du, ach warte, ich wollte eigentlich was zu trinken holen. Ja, das passiert mir mindestens einmal die Woche. Und zwar mit erschreckender Regelmäßigkeit. Das ist schon echt hart. Also, ich weiß nicht, ob das sich irgendwann noch mal ändert, aber ich hoffe es. Ehrlich gesagt, weil im Berufsleben sowas so drauf zu sein, stelle ich mir durchaus lustig vor, sage ich jetzt mal. Schau mal, du bist im Außendienst und kriegst einen Einsatz und dann sagt einem gerade, du kannst auch schon im Supermarkt kommen. Gut, Einsatz ist ein falsches Ding. Und du bist beim Außendienst und sagt dann so, ja, fahr mal dahin noch schnell, ich muss noch dies und das schnell holen. Kann ja vorkommen, wenn es dringend ist. Zum Beispiel, du, wir haben keine Taschentücher mehr im Auto. Ich habe keine dabei. Hast du welche dabei? Nö. Ja gut, dann fahren wir noch mal schnell bei Müller vorbei. Oder beim Rossmann. Oder beim DM. Oder bei irgendeinem anderen Markt, wo es Taschentücher gibt. Weil, ja, das gehört einfach zur Grundausrüstung im Auto. Wenn du längere Fahrten hast und hast keine Taschentücher zum Schnäuzen da, dann ist das furchtbar. Also, es gibt nichts Schlimmeres als das Gefühl, niesen zu müssen und zu wissen, ich habe kein Taschentuch dabei. Da gibt es doch nichts Schlimmeres, wenn wir ehrlich sind. Ah, dann fährt man so Dinge oder so, ja, so und jetzt? Wo wollten wir eigentlich hin? Ja, und wenn man halt wirklich jetzt keine Ahnung hat, keine Ahnung mehr. Es ist furchtbar. Und sowas passiert halt irgendwie erstaunlich häufig. Und zwar irgendwie jedem. Ich glaube, das ist in der Natur des Menschen, solche Dinge zu vergessen. Was anderes ist es dann tatsächlich in der Uni, wenn ich bin. Da schlafe ich regelmäßig so leicht ein, also nicht wirklich schlafen, sondern halt wegnicken. So für 10 Sekunden. Und das ist echt faszinierend. Ich schreibe, während ich dann die Augen zu habe und quasi überhaupt nichts mehr mitkriege, schreibe ich noch mit. Teilweise. Und das ist mir einmal in der Schule passiert, da war ich in genauso einer Wachkoma-Phase, sage ich jetzt mal, oder Wachschlaf, oder ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Wie ich das am besten beschreiben soll. War ich halt in so einer Phase und auf einmal so, ist dann natürlich der Albtraum des Schülers, wenn man in sowas drin ist. Du wirst was gefragt. Und das Gesicht der Lehrerin war sehr toll, als ich die Frage dann tatsächlich beantworten kann. Also konnte. Das war mit eines der genialsten Schulerlebnisse, die ich so hatte bisher. Weil so kannst du halt tatsächlich wirklich auch beeindrucken, weil niemand geht davon aus, dass wenn du dich gerade offensichtlich mehr schlafend als wach in einem Klassenraum befindest, dass du dann die Frage exakt beantworten kannst. Und noch dazu auch noch richtig. Dann ist das ziemlich, ja.
ziemlich nicht die Regel. Mir fällt gerade nicht das Wort ein. Irgendwas mit un. Ungewöhnlich. So, das war's. Und